Nachdem wir im letzten Part unsere Qualitäten als Metzger unter Beweis gestellt haben, ja, geht's nun weiter mit Six und Little Nightmares. Ja, in den letzten Parts doch viel Action gehabt, beziehungsweise auch viel kranke Scheiße, Verfolgungsjagden und Rainer Kallmund, wie er früher war. Ist ein sehr netter Mann übrigens. Nur wenn ich das jetzt so sage. Keine Sorge. Nein, dich wollte ich nicht rufen. Und tschüss. Gott sei Dank ging das. Wenn das jetzt nicht funktioniert hätte, hätte ich keine Ahnung gehabt. Oh, er schnappt sich den gleich. Er kommt eindeutig nach, oder? Ja. Ich kann mich hier nur verstecken, aber er macht die Tür für mich auf. Okay. Soweit, so gut. Denke ich. Er geht an seine Arbeit. Und wir dürfen uns wohl an ihm vorbeischleichen. Jetzt kann ich nicht in den Raum spähen, um zu schauen. Er hat eine Maske. Er hat probiert. Er hat eine Hautmaske, wo er die er trägt. Da liegt ein Schlüssel. Okay, ich muss erstmal seine Bewegungen studieren. Alles andere wird fehlen. Ich muss mir den Schlüssel klauen, wenn er weg ist, und dann wahrscheinlich nach links abhauen. Oder muss ich erst weiter nach links in ihn locken? Aber jetzt sehe ich gerade nicht die Möglichkeit, großartig, egal wie er sich das unter die Maske steckt, das rohe Fleisch, um zu naschen. Ja, okay, jetzt ist er gleich mit seinem Movement durch. Jetzt isst er noch einmal. Und dann kommt er und hackt kurz und dann geht er wieder dahin, oder? So müsste ja sein Bewegungsablauf sein. Komm, beweg dich, Fettsack. Wenn die Arme überhaupt auch deine Haut sind. Krank. Die Haut von irgendjemandem genommen und sich übergezogen. Wenn ich mich jetzt bewege, dann würde er auch rufen. Ja, ich riskiere es. Er hat sich gerade was rausgeholt.
Okay. Nee, da konnte ich jetzt wirklich nicht mal moderieren. Das war mir alles etwas zu heikel und er ruft ihn sich gleich. Six, mach hinne. Ja, wie sollte ich denn, oder, ich hätte mich wahrscheinlich verstecken müssen, oder? Wo habe ich den Checkpoint? War klar. Nun gut. Überlegen wir uns, werden wir das machen, was wir gerade schon geschafft haben, wie wir da unten besser vorbeikommen. Also er kriegt das ja spitz und daraufhin kommt er auch mit runter. Alternativ könnte ich mich da höchstens verstecken. Schön da durchgeslidet, Six. Scheiß Schlüssel mit. Und lauf. Ich konnte ja die Tür irgendwie nicht öffnen sofort. Ich kann es einmal kurz probieren. Nee, haut nicht hin. Dann gehe ich nochmal hoch. Dann hoffe ich, dass er hochgeht und dann kann ich... Er ruft ihn sich jetzt, oder? Nee, oder? Sag mir nicht, dass er jetzt da unten wartet. Er findet uns ja nicht. Also irgendwann wird sich beruhigen und er wird sich den Fahrstuhl rufen, hoffentlich, und zur Arbeit zurückkehren, oder? Ja. Oder? Komm. Sag mir nicht. Na doch. Ich fahre jetzt runter und dann werde ich sterben wahrscheinlich, ne? Weil er da schon auf mich wartet, via Katzenbarre mache. Oder nein, er ist weitergegangen. Und wofür jetzt dann den Schlüssel? War das nur Fake? Naja, Müllschacht runter. Wenn selbst die das schon nicht mehr fressen wollen, dann ist es wirklich Müll. Bodenablauf, okay. Und da rührt er schon wieder was zusammen, ne? Naja, er tut Geschirr spülen. Dass die sowas überhaupt machen? Ich dachte, das wäre denen eigentlich egal. Naja, sonderlich sauber sieht das ja trotzdem nicht aus.
Aber ja, es sind zwei. Es sind zwei Brüder. Kann man dann jetzt sehen, wie man will. Und hier ist Schicht im Schacht. Jetzt muss ich an beiden vorbei. Aber vielleicht kann ich schon sehen, wo ich hin will. Ich will auf jeden Fall da hinten wahrscheinlich rein. Frage ist, wo kann ich hoch? Hier fehlt das Gitter, oder? Bitte nicht. Die schauen ganz gerne unter Sachen, ich weiß, aber bitte nicht. Spül einfach weiter ab. Und lass mich hier in Ruhe. Genau. Ja, lass mich hier in Frieden machen. Und geh du deiner Arbeit nach. Wenn ich mir überlege, wie ich die Tür aufkriege. Und zwar nach Möglichkeit in einem Rutsch. Ja, das funktioniert so einfach leider nicht. Aber hier bringt es mir ja auch nichts. Und hier mache ich nur Lärm mit den Tassen. Wie kriege ich diese Tür auf? An den Kisten kann ich ja leider nicht hochklettern. An den Sicherungen, naja, sollte man vielleicht nicht, aber da ist ein Hebel. Da kann ich den Strom wohl einschalten oder ausschalten. Die Frage ist, was bringt mir das? Komm, geh weiter. Du stinkst und du bist ekelhaft. Geh. Wirklich? Oder ist das jetzt ein Bug, dass er sich nicht mehr weiter bewegt? Das ist Katzenwache. Und das ist nicht fair. Das ist uncool. Hau ab. Ich glaube wirklich, dass er verbuggt ist. Weil er einfach immer nur in derselben Position dasteht. Na? Naja, hustet nur ab und zu. Ja, was soll ich sagen, Leute? Er ist verbuggt. Und ich glaube, ich muss jetzt einmal sterben, deswegen. Ärgerlich, weil ich gerade einen guten Plan hatte. Verziehst du dich jetzt mit deinem leeren Blick? Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Also ich meine jetzt nicht mal, dass er krank im Kopf ist. Ja, was soll ich denn da tun, wenn er... Ich musste jetzt volles Risiko gehen und ihn weglocken. Dass das nicht funktioniert, wundert mich nicht, ist ja auch nicht gedacht so vom Spiel. Aber ich kriege hier einen Save-Point sogar, ohne dass er hier ist. Er hat hier wahrscheinlich auch einfach nichts zu suchen.
keine Ahnung, was ich angemacht habe. Wohl irgendein Gerät da drüben. Aber es hat ihnen wohl nicht gefallen. Na gut, hier kann ich mich ja recht safe umschauen, ne? Das war ja jetzt wahrscheinlich kein Fernauslöser für die Tür hier, ne? Aber ja klar. Die Kiste darf ich auch nicht schieben, ne? Wäre ja auch viel zu laut, ne? Die scheiß Scherben. Ja, diese kaputten Teller da, die haben mich jetzt verraten. Witzigerweise kann er mich so nicht sehen, wenn ich da hinten im Eck stehe. Okay, dann muss ich abchecken, was ich jetzt angeschalten habe für ein Gerät. Da hinten ist auch nochmal eine Tür. Oh nein, guckt mal, da ist so ein Geschirrturm, den man hochklettern kann, und da ist ein Haken. Und dieser Haken geht irgendwo hin. Ich bin leicht skeptisch, weil ich nur einen von beiden sehe. Genau, geh du mal nach da. Problem ist, ich habe die Haken angemacht. See you. Never. Hoffentlich. Ja, ich brauche die Tür gar nicht. Ich gehe hier lang. Oh nein, da wird er mich abfangen. Ja, was? Wie denn? Er war ja so schnell für seine 180 Kilo. Das ist ja unfassbar. Ich habe es nicht zum Tisch geschafft. Ich bin sofort losgesprintet, aber ich habe es nicht zum Tisch geschafft. Knapp, aber... Boah, die werfen noch Weinflaschen hinter mir her. Assis. Ja, da kommt ihr jetzt so schnell hoffentlich nicht hinterher. Wird euch euer eigenes System zum Verhängnis. Okay. Was nun? Wir sind draußen im Freien. Regnet. Und mein Gott, was für eine Atmosphäre ist hier schon wieder. Allerdings glaube ich, das ist genug für einen Part. Lasst einen fetten Daumen da, wenn euch das gefallen hat. Und verpasst auf keinen Fall den nächsten Part von Little Nightmares. Ich habe bestimmt davon den einen oder anderen Albtraum. Und zwar nicht nur einen kleinen.